Morgen, es ist Freitag, letzter Handelstag der Woche und wir schauen hier an dieser Stelle live in die Märkte. Ich habe es im Blog schon avisiert. Es geht um Gold, es geht um Australdollar, US-Dollar und eine kleine Seite haben wir noch hier. Ungewöhnliches Währungspaar Euro Tschechische Krone juckt mich aber in den Fingern, weil der Chart so interessant ausschaut. Wir können es bei Tickmill traden. Warum also nicht auch mal drüber sprechen? Zeit für Wunschmärkte ist auf alle Fälle auch. Dann habe ich zu einem Artikel, den ich gestern geschrieben habe, zu unserem Blogartikel, habe ich noch eine Frage bekommen. Besser zwei Fragen. Da gehe ich heute hier auch direkt darauf ein. Das kann ich halt auch machen. Ne? Also wer da eine Frage hat diejenigen, die die Videos auch im Nachgang schauen, einfach auf mich zukommen. Man findet mich schon im Netz, wie man mich kontaktieren kann. Und dann geht das Ganze los. Dann kümmere ich mich auch gerne um die ein oder andere Frage. Wir blicken also auf das Ganze hier heute natürlich auch mit dem Blick auf die großen Indizes. Und hier <laughs> lasst euch den Kaffee schmecken, schreibt der Thomas. Die erste Tasse ist schon durch. Da bleiben die Augen offen von der Seite her. Hochkonzentriert. Allen einen schönen guten Morgen. Und wir legen jetzt los mit unserer Marktvorbereitung im Webinar natürlich wie immer vorne weg der Risikohinweis in Geld. Bitte zur Kenntnis nehmen: Der Handel mit CFDs und Devisen auf Margin der kann zu Verlusten führen. Punkt. Das wäre erledigt. Und damit schauen wir auf die heutigen Nachrichten. Was haben wir schon bekommen? Wir sehen es hier um 8 Uhr. Schlechte, schlechte Nachrichten zu den Einzelhandelsumsätzen in Großbritannien. Ja, wundert nicht. Die ganzen Einschränkungen, ganz klar. Die Zahlen, die sind jetzt keine Überraschung. Schlecht ist es trotzdem für den Einzelhandel. Die Zahlen in Deutschland sehen ja nicht wirklich besser aus. Gespannt bin ich auf das, was kommt. Jetzt haben wir ja die Ladenöffnung wieder da, wie sich das Ganze hier für die ganzen Ladenbetreiber wieder ändert. Wir schauen, was wird. Auf alle Fälle ist das sehr, sehr wichtig, dass wir hier dann in Zukunft, also wenn sich so langsam die Lockerungsmaßnahmen durchsetzen und hoffentlich, toi, 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 da alles gut geht, dass wir da wieder in die Besserung reinkommen, dass die gute Laune der Konsumenten nicht vollends zerstört wurde. Es ist ganz klar, bei der starken Kurzarbeit, die wir momentan auch hier bei uns in Deutschland haben, das sehen wir ja an. Anderswo über den Globus verteilt auch, dass wir sehr, sehr starke Einschränkungen auf der Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenseite haben. Ja, wenn die halt einfach Angst haben und weniger Geld ausgeben, dann kann das schon zu massiven, sag ich mal, Sparverhalten kommen, was dann trotz offener Läden ganz, ganz negativ für die Umsätze, für das, sag ich mal, für das Konsumentenverhalten sein kann. Also, da ist die Kuh lange lange nicht vom Eis wir schauen mal was draus wird auf alle Fälle sind die Zahlen wie sie sind was kriegen wir heute noch im laufe des tages 10 Uhr wichtig hier ifo geschäftserwartung für deutschland die Lageeinschätzung, der Klimaindex, das ist hier wichtig. Wir sehen, es wird ein Rückgang durch die Reihe weg erwartet. Wir müssen prüfen, was bei rauskommt. Auf alle Fälle, das Klima ist schon sehr, sehr rau. Spannend wird es, wie wir uns, wenn wir uns äh, die Zukunft anschauen. Also die Erwartung, ne? weil die Lage, die ist einfach mies. Ne? Das Geschäftsklima ist schlecht. Aber wenn wir hier Positives seitens der Unternehmenslenker für die Erwartungen bekommen. Das wäre ein Vorteil, das wäre schön zu lesen und das wären so die ersten kleinen, sage ich mal, Bausteinchen, die wir brauchen, um wieder nach vorne in positiver Art und Weise in der Wirtschaft blicken zu können. 14.30 Uhr aus den USA die Auftragseingänge für langlebige Güter. 16 Uhr kriegen wir dann von der Uni Michigan die US-Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen. Auch hier, wir sehen es am Vorkast. Die Analysten rechnen hier mit rückgängigen Werten. Es wird mit Sicherheit auch, oder was, ich will jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber es ist schon recht wahrscheinlich, dass die Werte hier zurückkommen. Alles andere wäre eine mega positive Überraschung. Aber auch hier ähm, ist halt das Thema sehr, sehr wichtig. Wie entwickelt sich das Ganze dann in der Zukunft? Weil das, was wir jetzt haben, ist in der Regel schon in die Kurse eingepreist. Ganz, ganz negative Überraschungen wären doch schlecht. Wir haben es ja auch gesehen, die Nachrichten zum Arbeitsmarkt in den USA, ähm, die sage ich mal lösen jetzt keine Panikreaktionen an den Märkten mehr aus, da ist schon sehr sehr viel mit eingepreist. Der Markt weiß um die aktuelle Situation und er weiß aber auch, wenn es durch das Virus wieder besser wird, dass sich die Situation relativ schnell ändern kann. Deswegen sehen wir hier jetzt keine massiven Abgaben, dass wir 4 5 Verluste wieder an den Tagen sehen. Das haben wir in den letzten Tagen nicht. Da ist doch etwas mehr Ruhe eingekehrt. Die Zahlen kriegen wir heute am Nachmittag und abends dann um 21.30 Uhr. Da gibt es wieder die COT-Reports für diejenigen, die darauf auch schauen. Das die Tagesnachrichten. Wir bleiben gleich mal noch bei den Nachrichten. Wir machen die heute durch in einem Rutsch. Wir schauen mal kurz noch für die, die jeden Tag nicht zuschauen konnten, hier die wichtigsten Nachrichten dieser Woche an, was gekommen ist. Wir sehen es hier an den Farben. Es ist großteils rot, das Ganze. Das heißt... Bei den Briten die Arbeitslosenänderung, ja, da ist eine grüne Zahl, mies es ist es trotzdem 12.100 plus. Also das ist eine schlechte Zahl, auch wenn hier deutlich Schlimmeres erwartet worden ist. Es ist aber immerhin ein Zuwachs der Arbeitslosenzahlen. Der ZDW-Konjunkturerwartungen, die sind hier besser ausgefallen. Der Index, das wollte ich euch mal ganz kurz zeigen hier an dieser Stelle. Und zwar, ich schneide das mal kurz aus, gebt mir einen Augenblick. Und zwar dieser Index der ZEW-Konjunkturerwartungen, das ist ein interessantes Bild, was hier passiert. Deswegen will ich es mal ausschneiden und einfach mal äh, kurz rüberholen. Das ist nämlich ein, äh, sag ich mal, ein guter Marker, um zu sehen, äh, wie sich das Ganze auch verändert. Ne? Es kommt jetzt nicht nur auf die Zahl drauf an, sondern es kommt auch auf die Veränderung drauf an. Und hier an dieser Stelle. Sehen wir ganz, ganz klar, kurz einen Augenblick, ich zoome das mal ein bisschen so. Also, wir sehen hier ganz, ganz klar, dass wir hier im letzten Monat einen brutalen Rückgang hatten, diesen Monat aber schon wieder den Anstieg. Das heißt, wir hatten ja hier im Jahr 2018 das Ganze ins Minus reingelaufen, dann leicht wieder hoch. Zack drüber. Im Jahr 2019 alles wieder runter, dann wieder hochgearbeitet. Jetzt der Kracher nach unten und dann direkt wieder hoch. Also wir sehen es. Es ist ein Oszillieren um die Nulllinie mit ziemlich starken Ausschwankungen momentan. Jetzt wäre es halt wichtig, dass die nächsten Zahlen, die wir in diese Richtung bekommen, halt in irgendeiner Weise über der Nulllinie bleiben und sich wieder hoch in Richtung 50 entwickeln. Das wäre sehr, sehr, sehr positiv. Das kann durchaus noch eine Weile, noch eine Weile dauern. Aber an dieser Stelle ist es wichtig, wir sehen es, es muss nicht immer nur nach unten gehen, sondern die Konjunkturerwartungen können sich halt auch bessern und das ist das, was wir hier sehen. Anscheinend sieht die Zukunft anhand dieser Zahlen nicht so heftig düster aus für diejenigen, die hier befragt wurden, dass sie sagen, es bleibt alles massiv schlecht, es wird immer immer schlechter, sondern man sieht so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels und das zeigen solche Zahlen dann entsprechend auch. Aber auch hier, ich hatte es gesagt, die Kuh ist da noch lange nicht vom Eis. Am Mittwoch, beziehungsweise die US-Daten hier der bestehenden Holzverkäufe, die dies ein bisschen schlechter ausgefallen als erwartet, aber das ist dort noch nicht dramatisch. Gut, die Verbraucherpreise, ganz klar, die sind relativ stabil geblieben. In Großbritannien Öllagerbestände sind wieder gut gewachsen, hier an dieser Stelle 15 Millionen Barrel obendrauf, im Rahmen der Erwartungen mehr oder weniger und wir sehen dort wieder einen steigenden Zuwachs, deswegen der Ölpreis auch ziemlich stark unter Feuer, gestern allerdings ein ja, Rabenschwarzer Tag, hätte ich fast gesagt, wir sehen hier nur rote Zahlen, das heißt alles, was wir hier bekommen haben, von der Einkaufsmanagerseite schlechter als erwartet, deswegen die Zahlen allesamt in Rot hier an dieser Stelle, also Einkaufsmanager-Indizes hier in Deutschland, in Großbritannien. Die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, die haben wir ja gestern auch bekommen in den USA. Auch schlechter als erwartet an dieser Stelle. Das heißt hier an dieser Stelle, es werden halt immer mehr Leute arbeitslos in den USA und das kann einfach nur schlecht für die US-Wirtschaft sein. Und da muss es irgendwann auch eine Trendwende geben. Das wird sich hier zeigen. Aber die USA ist halt auch dran das ganze zu versuchen zumindest aufzuhalten mit massiven Konjunkturpaketen mal sehen, wann das ganze hier an dieser Stelle fruchtet und damit schauen wir noch in die kommende Handelswoche, das heißt, was haben wir da an Nachrichten zu erwarten? Das ist ja immer wichtig, was kommt. Wir kriegen am Dienstag Daten von der Bank of Japan inklusive der Pressekonferenz, wir kriegen das Conference Board Verbrauchervertrauen aus den USA am Mittwoch dann das BIP in den USA, die schwebenden Hausverkäufe, wieder die Rohöllagerbestände und wir haben am Mittwoch Fetttag. Das heißt, da kriegen wir den Zinsentscheid und die Pressekonferenz der Fett, ob am Zins was gemacht wird. Steht jetzt hier noch nicht da, wie so die Erwartungen sind. Ein bisschen Luft ist nach unten noch da. Wir sehen es. Wir sind ja gerade bei 0,25. Wichtig wird aber, was in der PK erzählt wird, was der Paul uns dort erzählt, wie die ganze Lageeinschätzung durch ihn, ähm, sage ich mal, verbal bekundet wird und welche, sage ich mal, Maßnahmen, Kataloge hier auch in den Köpfen rumschwirren. Da ist die Pressekonferenz extrem wichtig. Donnerstag ist dann die, die EZB dran. Das heißt, da kriegen wir den Zinsentscheid und die Pressekonferenz. Also das wird eine sehr, sehr spannende Woche. Vorher am Donnerstag gibt es noch die Arbeitslosen, den Arbeitslosenbericht aus Deutschland und das Verbrauchervertrauen für die EU. Und am Freitag haben wir hier bei uns in Deutschland Feiertag. Das ist die Vorschau der Nachrichten und damit gehen wir jetzt dahin, wo wir hin wollen, nämlich wir schauen in die Charts. Nein. An der Stelle bitte, wenn jemand noch einen Wunschmarkt auf der Uhr hat, rein in die Chats. Ich kümmere mich wirklich sehr, sehr gern darum. Das machen wir hier ja jeden Morgen live. Wie schon gesagt, wir starten heute mal mit einem ja, Währungspaar, was wir hier eigentlich fast nie drinnen haben. Aber ich habe es in der Chartanalyse gesehen und es, es reizt mich. Das sind so Charts, da, 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 das brennt immer unter den Fingernägeln, wenn ich sowas sehe. Wenn wir uns mal anschauen, was hier ist. Wir haben hier ein schönen... Nach unten laufenden Abwärtstrend. Klar, das Ganze noch als Gegenbewegung zu diesem massiven Schub nach oben. Aber es ist halt auch auf der Unterseite noch extrem viel Platz. Brauchen wir aber auch gar nicht, wenn man einfach sagt: Okay, selbst wenn der Markt nur ein Stück weit fällt, vielleicht hier in die Nähe dieses alten Zwischentiefs, was wir gehabt haben bei 26,69. Das ist mal wieder einfach so eine schöne Gelegenheit, wo man aus einer tiefen Korrektur raus traden kann, wo wir sehen: Hier, das war der korrektive Trend. Und wenn der nach unten gebrochen wird, Hammerpotenzial zur Unterseite. Wenn wir die Oberseite beleuchten, wer sich hier auf die Shortseite stellen möchte, der braucht natürlich auch den Blick, wo ist denn so ein short komplett erledigt, das wäre, wenn wir hier über dieses Zwischenhoch drüber laufen, dann ist der Weg nach oben erstmal frei, das heißt, das würde dann eine Fortführung der Korrektur bedeuten, aber das sind dann halt so die Sachen, wo ich persönlich nicht unbedingt ein Freund von bin, dass man das dann durchweg tradet, weil dann haben wir hier schon wieder einen kleinen Aufwärtstrend nach oben hin und da ist die Gefahr schon wieder größer, dass dieser Trend die Richtung nach oben aufnimmt und wir dann hier eine umgekehrte, also eine inverse SKS sehen, dann haben wir nämlich deutlich Potenzial zur Oberseite. Aber das ist das, was mich an diesem Chart halt so reizt. Er hat beides in beide Richtungen offen und das ist eine feine Geschichte. Wir beleuchten jetzt an dieser Stelle allerdings erst einmal noch die Unterseite und das Ganze schauen wir uns mal hier im kleinen Chart an. Wir gehen mal in, die, in, die, in den 4-Stunden-Chart rein. Trenderkennung mache ich mal kurz raus an dieser Stelle. Hier sehen wir es, was ich meine. Das ist schön, die Korrektur die wir hier haben, also hier, das ist mal der Trend, den wir nach unten hatten, also hier Bewegung, Korrektur, das ganze Bewegung. Jetzt haben wir schön die Korrektur und wenn wir uns das hier mal anschauen im etwas näheren Zoom, da gehe ich jetzt noch mal ganz kurz ran. Da sehen wir, wie schön die Korrektur hier an dieser Stelle läuft. Ich glaube, ich gehe doch mal kurz in den Stundenchart. Da kann man es ein bisschen besser erkennen. Schaut mal hier, das war die letzte Korrektur, die wir hier gehabt haben. Dann hatten wir die letzte Bewegung nach oben im Laufen. Und was wir jetzt hier an dieser Stelle auf der Unterseite sehen, ist den ersten Schub nach unten. Das ist alles noch im Rahmen der Korrektur des Aufwärtstrends gewesen. Alles also kein Problem. Aber mittlerweile haben wir hier halt einen Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend ist. Ganz kurz schon mal unter dieses Tief hier gelaufen und das ist die interessante Situation, die ich meine hier. Das ist also der Rücklauf gewesen. Wir hatten hier ein tieferes Hoch und schaut mal, jetzt ist hier. Untergeordnet ein Abwärtstrend, da der durchaus das Potenzial hat, die Unterseite weiter anzulaufen. Und da sehen wir, wenn wir uns die Unterseite anschauen, wo das Potenzial auch hingehen kann. Wir haben hier entsprechend den nächsten Anlaufpunkt hier am Korrekturtief. Da haben wir hier auch einen schönen Drehbereich, einen schönen, äh, einen schönen Bereich, wo wir gekauft haben hier. An dieser Stelle, diese Marke, dieser Bereich hier unten, das hier, das ist so ein klassischer Kaufbereich. Erst war es ein Widerstand und dann sind wir drüber gegangen. Da wurde also der Widerstand aufgekauft, die Korrektur wieder gekauft und dann nach oben gelaufen. Und das wäre hier, wenn sich dieser Trend nach unten fortsetzt, mal die erste Anlaufstelle bei 27,24. Und wenn auch die abverkauft wird, dann steht die Wahrscheinlichkeit dass wirklich gut, dass wir weiter runterlaufen. Und dann können wir uns hier die Drehbereiche anschauen aus dem Trend. Und da haben wir hier an dieser Stelle um die Marke von 27 tschechischen Kronen den nächsten Anlaufpunkt und dann ist der Weg halt auch gar nicht mehr so weit unten bis zur 2690 das ist das Potenzial zur Unterseite und das ist wie ich finde recht interessant wir müssen jetzt einfach nur abwarten ob es der Markt tatsächlich macht oder ob er vorher rumdreht nach oben fliegt und hier tatsächlich eine SKS in inverser Fahrt und Art und Weise herstellt, so dass wir dann eher die Oberseite beleuchten können. Aber das hat mich gereizt, deswegen das Ganze hier und heute auf der Uhr. Und damit blicken wir hier jetzt zur zweiten Währung für heute. Das ist Australdollar, US-Dollar und dann schauen wir noch auf Gold und dann blicken wir noch mal nach dem großen äh, Marktcheck hier. Auf britisches Pfund US-Dollar und britisches Pfund japanisches Yen. Da habe ich nämlich noch zwei Fachfragen dazu bekommen. Die schauen wir uns dann auch noch an. Und wie schon gesagt, wer einen Wunschmarkt auf der Uhr hat, bitte einfach reinschalten bzw. reingeben in die Chats und dann sehen wir das Ganze auch mit angeschaut. So, jetzt gehen wir aber rüber zum Währungspaar Austral-Dollar-US-Dollar. Das müsste das hier sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wartet mal kurz gucken. Ist das der richtige? Jawohl, das ist er. So, hier. Bei dem Chart, da scheiden sich momentan die Geister. Es ist... Hu, <laughs> es ist ein Hin- und Hergesprenger. Aber warum schauen wir uns den Chart halt an? Weil das ein Kampf zwischen Bulle und Bär ist, der sich entscheiden kann. Und wenn er sich entscheidet, dann können wir durchaus ordentlich Dynamik sehen. Zur Ober- oder zur Unterseite. Wir sehen hier nochmal den Blick in den Tageschart hinein. Und hier sehen wir, wenn ich das mal größer stelle, sehen wir es gut. Wir sind hier... Übergeordnet haben wir noch den Abwärtstrend. Zeigt uns das Markttechnik-Package das hier ja sehr schön an. Das ist die übergeordnete Richtung. Was wir hier jetzt weiter sehen, ist aktuell hier, das ist die Korrektur. So, was ist in der Korrektur jetzt passiert? Die Korrektur hat sich oben an diesem Ausbruchslevel um die Marke von 0,64 den Kopf gestoßen. Hier an diesem Punkt. Ich mache gleich mal noch den Bildschirm groß. Also. Das Ganze hier, da hat sich der Markt den Kopf gestoßen oben ran. Bei 64, also 064, 45 ist der alte Ausbruchbereich, der Verkaufsbereich, da sind wir reingelaufen. Jetzt drehen wir wieder runter. Untergeordnet gab es ja schon das erste Umkehrsignal auf die Schottrichtung. Wir sehen es hier, der kleine Abwärtstrend. Das gucken wir uns jetzt mal direkt in den vier Stunden an. Der ist nämlich da, der ist hier nach unten federführend geworden, aber der Markt hat keinen Bock drauf. Der Markt hatte keine Lust, hier unten drunter zu laufen. Der Markt hat momentan aber auch keine Lust, oben drüber zu laufen. Das ist dieses Ping-Pong-Spiel. Das ist der Kampf zwischen Bulle und Bär. Und das sind häufig schöne Situationen. Wenn es dann nämlich zu einer direkten Entscheidung kommt, dann könnte es durchaus sein, dass wir hier jetzt Druck zur Oberseite kommen, wenn wir hier aus dieser Flagge rauslaufen. Ne? Wenn wir uns das Ganze mal sehen, ich mache mal kurz den die Zeitrahmen hier aus. So, das an dieser Stelle. Wenn wir uns jetzt mal dieses hier anschauen, schaut mal, das hier ist ja auch ein Trend. Den mache ich mal kurz grün, weil es ein kleiner Aufwärtstrend ist. Jo, und was haben wir mit diesem Trend? Dieser Trend hat dafür gesorgt, dass wir kurzfristig zumindest über dieses Level hier oben drüber gelaufen sind, über dieses alte Zwischenhoch, das habe ich hier mal markiert, das ist die Marke von 0,63,97, also knapp 0,64. Da sind wir drüber gelupft. Und was sehen wir hier jetzt? Wir sehen hier einen Trend, der hier die Korrektur gibt. Und das ist so eine Art Flagge. So. Und das Ganze mal von dieser kleinen, klassischen Verortung hier, da haben wir durchaus die Chance, wenn der nach oben wegbricht, dass wir kurzfristig hochschieben über dieses Hoch und oben die neue Attacke auf das Zwischenhoch bei 06445 raufzunehmen. Wenn wir das überarbeiten, dann müssen wir jetzt mal in den Tageschart wieder zurückschalten, dann ist nämlich der Weg hier hoch frei. Dann ist der nächste Anlaufpunkt hier an diesem Drehbereich um die 0667. Da ist eine Menge Fleisch am Knochen, wenn das Teil tatsächlich hochläuft. Also, das Potenzial zur Oberseite ist hier definitiv vorhanden. Punkt. Das ist die Longseite. Schaut es aber so aus, dass der Markt uns weiterhin veralbert, haben wir hier eine klassische Trading Range und dann, wenn wir unten ankommen, wird es wieder interessant. Sollten wir vielleicht doch nach unten wollen, dann, wenn wir uns das Ganze hier nochmal auf Tagesbasis anschauen, wenn wir tatsächlich hier unter dieses kleine Zwischentief durchlaufen, dann steht als nächstes der Test hier dieser Trendbildungsregion an, um die 0,62. 1, 4 und dann ist nach unten ordentlich Platz. Also, wir sehen es, wir haben schön den Schwungbereich hier oben drin liegen. Wir haben den Bruchbereich hier unten liegen. Wenn der sich fortsetzt, wäre es interessant. Das wäre dann wirklich ein Zeichen von Schwäche. Und jetzt müssen wir hier einfach nur abwarten, was da auf uns wartet. Und wie schon gesagt, im kleinen Bereich, es ist charmant, was hier gerade passiert, gerade für die kurzfristigen Trader. Wer sich das Ganze mal hier im Kleinen anschaut, ich mache mal die Trenderkennung kurz raus, wer sich das mal eben rein. Ziehen möchte, schaut mal, das ist schön, die Flagge, die korrektive Flagge, die wir hier sehen, der Trend, ich ziehe das mal kurz so, also hier haben wir schön entsprechend den Trend am Laufen, am Liegen und wenn der sich nach oben auflöst, wenn hier plötzlich der Markt oben drüber läuft, über diese Trendlinie und nach oben trendet, das wäre der bullische Ausblick, der billige Ausbruch sozusagen über die Korrektur, die wir hier momentan im vier Stunden in diesem Mini-Mini-Trend haben. Und das wäre dann eine Chance, oben reinzulaufen aufs Zwischenhoch und dann den Widerstand hier oben um die 0,64,45 in Angriff zu nehmen im Blick auf Australdollar US-Dollar. Und dann schalten wir rüber zum Goldpreis. Gold, ja, Gold. Es glänzt mal wieder. Was haben wir hier im Gold? Guckt mal in den Tageschat rein. Wir haben im Tageschat mittlerweile wieder einen schön laufenden Aufwärtstrend hier an dieser Stelle ist fein vorhanden, schön nach oben gelaufen die ganze Geschichte hier und das Bild ist halt gestern sehr, sehr nah schon ans Zwischenhoch reingelaufen. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal hier in der kleineren Zeiteinheit an. Heißt also hier, wir wollen mal schauen, was hier passiert ist. Und wir sehen hier, dass wir. Selbst im Kleinen, also schaut mal, das ist der Aufwärtstrend, den wir gerade schön auf Tagesbasis gesehen haben. Und was wir jetzt hier sehen in der untergeordneten Linie, wir haben hier schon die Umkehr bekommen aus diesem Trend raus. Schaut hier, das war der Abwärtstrend nach unten, die Gegenbewegung sozusagen. Und jetzt haben wir hier angefangen im Kleinen hochzutrenden. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist der Trend nach oben. Wir verharren hier momentan auf einem Niveau, wo der Markt nicht runter will und oben immer früher angefangen wird zu verkaufen. Bricht der Markt oben drüber, haben haben wir gute Chancen hier eine Trendfortsetzung Richtung Jahreshoch bei 1747 US-Dollar in Angriff zu nehmen. Und wenn wir da drüber fliegen, gibt es eine Menge Potenzial auch zur Oberseite. Grob die Potenzialplanung habe ich hier mal wieder gemacht, weil hier ist ja historisch eine ganze Weile nichts im Chart. Also, wenn wir da mal in den Monatschart schauen, da sehen wir natürlich hier, ich klemm da mal kurz eine Linie dran, hier oben in diesem Bereich so ganz knapp um die Region hier, um die, naja, knapp 1800, etwas unter 1800 Zählern, haben wir hier ein kleines Zwischenhochbereich. Ja, da sind wir immer wieder rangelaufen. Das ist ein Widerstandslevel. Das sollten wir definitiv schon auf der Uhr haben. Aber wenn wir hier über die 1747 drüber laufen, haben wir das Potenzial zur Oberseite hier oben rein. Und das habe ich einmal ausgemessen. Das schauen wir uns gleich an. Und in auf dem Weg zum Ausmaß, zum rechnerischen Potenzial, haben wir hier um die knapp 1800 äh, Dollar-Marke einen Anlaufpunkt liegen. So. Und jetzt kurz zurück zur Berechnung. Was habe ich gemacht? Ich habe es mir hier wie immer einfach gemacht im Trading. Es ist nicht immer aber häufig so, dass das, was wir als Korrektur unten reingesehen haben, oben drauf gedoppelt werden kann. Und wenn ich das mal mache, das Ausmaß hier von dem Zwischenhoch zur Korrektur, das oben drauf schiebe, ja, dann komme ich oben. Irgendwo, hier haben wir es gesehen: 1832 Zähler ist mal das rechnerische Potenzial. Und wie schon gesagt, knapp die Marke von 1800, die liegt noch zwischendrin, ist auch ein eine psychologisch wichtige Marke, weil wieder eine runde Marke und deswegen hier an dieser Stelle definitiv ein Punkt der Beachtung. Entscheidung wird jetzt hier kommen. Ich zeichne es mal ganz kurz ein an dieser Stelle. Also hier schaut euch, wir gucken uns das kleine Mal, das Ganze gleich mal an. Hier haben wir wirklich schön die Situation, dass wir sehen, wir haben hier. Das Korrekturmuster an dieser Stelle. Der Markt will hier nicht runter. Und wenn wir hier oben drüber ausbrechen, dann haben wir im Kleinen wirklich gute Karten, hier über das Zwischenhoch drüber zu laufen und den Weg nach oben fortzusetzen. Wir schauen uns das Ganze mal hier kurz im Bild der 15 Minuten an. Wir kamen ja gerade aus dem 4-Stunden-Chart und da sehen wir es hier an dieser Stelle. Wir haben den Markt hier oben mit fallenden Hochs, aber noch keinen Tiefs. Ganz klar, dieser Druck von oben kann natürlich auch dazu führen, dass wir unten drunter rausbrechen. Dann bekommen wir eine Konsolidierung durch die Tiefe. Da wäre der nächste Anlaufpunkt mal hier unten die Marke von etwas unter 1710 US-Dollar. Schiebt es den Markt aber drüber, dann haben wir wirklich gute Karten hier aus dieser Konsolidierung, also hier aus dieser Bodenbildung, die wir gehabt haben. Wir haben ja hier an dieser Stelle definitiv ersichtlich hier, schaut es euch an, hier einmal. Zweimal und das ziehe ich mal lang hier, dreimal. Also dieser Bereich ist wirklich oft getestet worden und dieser Bereich, schaut mal hier, ist auch an dieser Stelle im Bereich des alten Kauflevels, was wir hier gehabt haben, um die Marke von 1718 äh, US-Dollar und das ist schon eine sage ich mal Hausnummer und wie schon gesagt, die Chancen sind gut, dass dieser Bereich hier unten hält und wir tatsächlich die Chance haben, oben drüber zu laufen und im kleinen würde das dann halt so ausschauen hier, dass wir da oben rauflaufen und das wäre mal schön ein Long Szenario, wenn wir tatsächlich dort oben drüber fliegen würden hier im Gold mit Blick in das große Bild. Und das kleine untergeordnete Bild. Das dazu und damit würde ich sagen, wird es jetzt an dieser Stelle Zeit, äh, mal kurz in die Chats zu schauen. Da haben wir eine Frage, inwieweit nimmt die FED-Zinsentscheidung darauf Einfluss nächste Woche? Die Frage hätte ich gerne mal noch ein bisschen ausführlicher gemacht, weil ich jetzt nicht genau weiß, in welchem Kontext das Ganze genannt worden ist. Ich bin ja noch eine Weile hier, bitte die Frage einfach nochmal etwas ausformulieren. Ah, auf den Austral-Dollar, US US-Dollar wurde die Frage gestellt. Ah, okay, also folgendermaßen, ich erkläre mal ganz kurz die Frage. Wir gehen mal, bevor wir auf die Charts eingehen... Ähm von den Währungen gehe ich nochmal ganz kurz aufs Währungspaar Australdollar-US-Dollar. So, dann haben wir nächste Woche die Notenbank-Sitzung. und wenn wir jetzt das Ganze mal sehen, im Währungspaar Australdollar, US-Dollar sind ja mehrere Dinge entscheidend für die Weiterentwicklung der, äh, sag ich mal, der Währung. So, und wenn wir jetzt, jetzt, das heißt, alle Nachrichten zum Australdollar sind da wichtig. Die wichtigen zum Beispiel von der Notenbank und natürlich auch Notenbank-Nachrichten zum US-Dollar. So und jetzt beziehe ich das Ganze mal explizit nur auf den US-Dollar. Wenn wir nächste Woche durch die Fed bzw. die Pressekonferenz etwas bekommen, das den Dollar schwächt, ja? Was heißt das denn? Einfach mal in dem Momenten selbst die Frage stellen, okay, was passiert denn jetzt, wenn der US-Dollar schwächer wird? Kriege ich dann mehr US-Dollar? für mein Geld oder weniger US-Dollar für mein Geld. Ne? Ihr könnt euch das wie so eine, wie so eine Waage entsprechend vorstellen. Ne? Auf der einen Seite haben wir den Aussie-Dollar, auf, auf der anderen Seite haben wir den US-Dollar. Und jetzt, was passiert entsprechend, wenn ähm, der US-Dollar schwächer wird? Schwächer heißt im Sinne der Waage, er wird leichter. Ja? Und was passiert dann? Hier ist der Aussie-Dollar, hier ist der US-Dollar. Was passiert, wenn der leichter wird? Es passiert das hier. Ne? So, das heißt, hier die US-Dollar-Seite geht nach oben. Ja? Das heißt, der wird einfach schwächer. Und das sehen wir auch im Chart. Wir sehen dann in dem Moment hier einen schwächeren US-Dollar. Das heißt, an dieser Stelle, wir bekommen pro Austral-Dollar mehr US-Dollar. Das heißt, hier die Kurse steigen nach oben. So. Wenn der Australdollar, US-Dollar, also wenn der Dollar allerdings äh, sozusagen stärker wird, dann nimmt er das Gewicht zu. Ja? das heißt, ich bekomme, ich muss quasi mehr ähm, austral Australdollar bezahlen, um den US-Dollar zu kaufen. Was heißt das am Chart? Hier nochmal die Waage: Australdollar. US-Dollar. Wenn der Dollar jetzt stärker wird, wird er auf der Waage schwerer. Das heißt, es geht nach unten. Ich muss also, Seite, ich muss also mehr Austral-Dollar bezahlen, um einen US-Dollar zu bekommen. Das heißt, der Chart, der fällt. Das wäre dann die Ausdehnung zur Unterseite her. Einfach mal so klassisch entsprechend erklärt, wie das Ganze auch funktioniert vom Angebot und Nachfrage mit dem Verhältnis Stärke-Schwäche. Hier im Austral-Dollar, US-Dollar mal als klassisches Beispiel. Und damit. Schalten wir rum zu den großen Indizes. Das heißt, wir gehen hier einfach mal los und gucken uns den DAX an, was im DAX passiert ist an dieser Stelle. Bitte nicht überrascht sein, so wirklich viel passiert hier momentan nicht. Wir befinden uns weiterhin im Fahrwasser alter Unterstützungen. Heißt, hier mit Blick in den DAX hinein, wir sehen hier weiterhin den Testbereich ganz klar hier unten um ganz grob die Marke schwankungsbereich wir sehen es hier 10.300 bis naja wenn man es mal weit fassen will ja weit fassen will heißt das hier unten die Marke von naja um die 10.100 in diesem Bereich rein Also wir schwanken irgendwo in diesem Bereich zwischen 10.100 und 10.300 Punkten momentan hin und her das heißt wir sehen bei tieferen Kursen momentan auch immer wieder erneut aufkommendes Kaufinteresse. Aber, und dieses Aber ist extrem wichtig. Der Markt ist momentan sehr stark nachrichtengetrieben. Das heißt, wir scheinen momentan einen neuen, äh, sag ich mal, äh, wie nennt man das Ganze? Ah, es ist kein Indikator, ich komme jetzt nicht genau drauf. Ähm, in der Chemie ist es quasi der Stoff, der Bewegung in alles reinbringt. Ähm, ein Katalysator. Ja, genau. Wir haben einen neuen Katalysator im Markt. Und dieser Katalysator heißt. Heilmittel für Corona. Punkt. Ja, da arbeiten ja momentan sehr, sehr viele Unternehmen dran, da ein Heilmittel zu finden. Und immer dann, wenn wir Nachrichten bekommen um das Thema Heilmittel, ist das etwas, was der Markt aufnimmt und darauf reagiert. Und immer dann, wenn es positive Nachrichten gibt, sehen wir, der Markt steigt nach oben an. Immer dann, wenn es schlechte Nachrichten gibt. Zack geht der Markt wieder runter. Was wir allerdings momentan sehen, wir sehen hier unten keine Verkaufpanik mehr, sondern wie schon gesagt, der Markt kommt in diesem Bereich hier im DAX mit Blick ganz grob momentan 10.300 bis 10.100. Da kommen immer wieder Käufer in den Markt rein, die sich positionieren. Das ist kein ungewöhnliches Verhalten in solchen Umschwungphasen. Das heißt, wenn wir tatsächlich, und das ist jetzt wieder mal lesen in der Glaskugel. Wenn wir tatsächlich zukünftig positive Entwicklungen sehen, ne, wenn so diese langsame Wiederbelebung der Wirtschaft beginnt, Fuß zu fassen, ja, dann sind das so Phasen, wo die Indizes immer ein bisschen, ich nenne das Ganze etwas ruppig unterwegs sind. Die Skifahrer unter uns, die werden das kennen, wenn man auf einer Skipiste ist, die nicht ganz glatt ist wie eine Autobahn, sondern ein bisschen schon angefahren, wenn man oben losfährt am Berg, da ist es, bevor man so seine Linie gefunden hat, immer ein bisschen holprig. Da geht es ein bisschen, äh, sag ich mal, auch ruppig zur Sache, aber dann, wenn man seine Linie gefunden hat, seine Schwünge fahren kann, genug Fahrt aufgenommen hat, dann wird das Ganze einfacher und dann geht das Ganze in ruhiges Fahrwasser. Und bei den, bei den Indizes sehen wir das ganz genauso auf diesem Bild. Am Anfang ist es so ein bisschen ruppig, weil der Markt noch nicht weiß, wird es denn nur so werden oder nicht. Die Anleger oder die Investoren sind noch ein bisschen unsicher, deswegen immer mal die Schwankungsbreiten. Und dann irgendwann findet man die Richtung. Und hier wird halt die Richtungsentscheidung gefunden. Aus charttechnischer Sicht wäre durchaus Luft hier unten rein. Wir sind ja schön gestiegen oben rauf. Ähm, aus charttechnischer Sicht, wo haben wir das letzte Kauflevel hier unten? Das größere Kauflevel aus Trendsicht liegt hier unter 10.000 Punkten. Also da ist noch eine Menge Luft nach unten durch, wo wir ohne weiteres korrigieren können. Und das ist das Potenzial, was so Unterseite durchaus da ist. Entscheidender Marker, wie schon gesagt, ist hier der Bereich zwischen 10.1 und 10.3, den wir hier haben sollten. Interessant ist für die kurzfristigen Trader. Ähm, Ein Bereich, den wir hier unten haben, wenn wir uns mal schauen, hier diese Marke um die knapp 10.240 bis 35 Zähler, hier haben wir in den letzten äh, Tagen innerhalb auch der Woche immer mal wieder Käufer gefunden. Hier drüben hatten wir das Ganze auch. Da wird es interessant an diesem Bereich. Kriegen wir hier Wiederkäuferei nach oben? Das wäre schön zu sehen. Fürs kurzfristige dann entsprechend nach oben zu laufen. Wenn wir uns da auch mal kurz die Stunde anschauen und das mal reinzoomen wollen. Hier unten, das ist der Bereich Schaut mal, Da gab es hier drüben diesen Antestbereich und dann den Kauf nach oben. Hier hatten wir das angetestet, ging es nach oben. Hier hatten wir es wieder angetestet, ging es nach oben. Gut, das war nachts, aber das ist jetzt ähm, halt das Ding, das Verhalten vom Markt trotzdem. Und hier wäre es jetzt wirklich interessant, wenn wir hier so einen Anlupfbereich haben und nach oben laufen, dann wäre es jetzt für den heutigen Handelstag sehr sehr interessant was passiert denn hier oben wenn wir das mal schauen da haben wir den kleinen Verkaufsbereich den wir hier gesehen haben diese Marke hier da klemme ich mal kurz die Linie auch dran das heißt hier auch alles wie ich schon gesagt grob nicht auf den Punkt genau nehmen aber ganz grob hier die Marke um die 10.360 Zähler wenn wir diesen Verkaufsbereich wirklich rausnehmen und nach oben laufen, dann haben wir gute Chance, die höheren Bereiche anzulaufen. Wenn wir dann mal schauen, wo hier Schwungmarken sind, da können wir hier in diesem Bild mal locker die Marke hier von 10.400 und ein paar in die 30 Punkte annehmen. Das wäre mal etwas, was man durchaus auf den Markt mit reinschwingen könnte. Und da sehen wir halt auch, wo das Ganze herkommt mit Blick in den fünf Minuten, da sehen wir schön, wie der Trend hier nach unten gelaufen ist. Hier sehen wir schön den alten Verkaufsbereich und wie gesagt, wenn wir den tatsächlich nach oben raufnehmen, dann hätten wir hier im größeren Bild halt den Schwungbereich. Schaut hier oben, das war der Schub nach oben. Naja, das mache ich mal kurz in rot. Von der Abwärtsphase, da haben wir einen Korrekturhoch gehabt und das sind ja gerne mal die Marken, die auch angelaufen werden. Und dann hat man den Markt hier halt nach unten geschoben gehabt, unten durch. Dann gab es hier an dieser Stelle, ich skizziere es mal ganz kurz weiter, das nächste Korrektur hoch, bevor es dann den Schub nach unten gab. Hier unten rein, nochmal Gegenbewegung gehabt und dann sozusagen die das aktuelle Trend tief. Und was wir momentan halt sehen, aktuell, wir sehen es hier, der Markt trendet nach oben. Und wenn dieser Bereich rausgenommen wird, dann haben wir im Kontext. Von diesem größeren Bild hat hier oben diese Marke als Zwischenhoch bei gut 10.436 Zählern. Untergeordnete Marken haben wir hier dann liegen um die 10.388 und hier an diesem Bereich die Marke um die 10.410 Zähler auf der Oberseite, wenn der Markt wirklich schön positiv entsprechend hier mit reinläuft für den deutschen Markt. Frage in die Runde. Wie weit soll ich die Indizes ausdehnen? Ein bisschen Luft habe ich noch. Ich kann noch andere Indizes anschauen. Bitte mal reingeben hier, ob noch ein Index gewünscht ist. Wenn nicht, spreche ich zwischendurch oder zwischenzeitlich einfach mal noch über das WTI. Da ist ja momentan viel, viel Druck draufgekommen. Aber wir sehen an dieser Stelle, der Druck. Die Luft ist momentan wie so ein bisschen raus. Hier sehen wir mal noch meine Analysen hier an dieser Stelle, beziehungsweise meine Beobachtung, die ich gestern auch den ganzen Tag über am Laufen hatte. Ja, und wenn wir uns das Ganze charttechnisch anschauen, dann sehen wir hier diesen Bereich um, hier unten ganz knapp die Marke von 7,80 Dollar oder 85 in diesem Bereich. Das ist eine wichtige Marke, das ist ein wichtiger Bereich hier an dieser Stelle. Hier im kleinen, kleinen Bild unten rein. Die Stelle, der Markt nach unten. Dieser Bereich ist momentan immer wieder angetestet. Wenn wir da unten drunter durchfallen sollten, dann haben wir das Potenzial, wieder zur Unterseite reinzulaufen. Und dann stehen die Marker hier unten drinnen. Hier um die 7,67. Hier der Marke von 47 und dann haben wir schon wieder die alten Los mit auf der Uhr. Also hier ist es sehr, sehr spannend, was passiert hier unten in diesem Supportbereich, den wir hier liegen haben. Wenn der tatsächlich unten wegbricht, ja, dann muss ich sagen, dann haben wir die Unterseite definitiv wieder da. Ansonsten, wenn wir hier eine Art Bodenbildung sehen sollten, man weiß ja nie, was daraus wird. Ja, dann haben wir Chancen, ein bisschen weiter nach oben zu laufen. Thema Bodenbildung, das wäre halt dann das von diesem Kontext hier. Das wäre halt jetzt nach diesem Abwärtsschub der Aufwärtstrend, der kleine, der hier an dieser Stelle gebildet wurde. Und das wäre jetzt sozusagen der Boden, den wir hier unten formen. Ja. Und wie schon gesagt, da ist natürlich die Chance, da so lange, wie wir oben drüber bleiben, das Ganze auch nach oben aufzuarbeiten und nach oben weiterzulaufen. Die Chancen sind da. Dazu müssen wir allerdings hier oben drüber. Und wie schon gesagt, mein Fokus aktuell rein aus Charttechnischer Sicht, der liegt wirklich hier unten drauf. Das ist wirklich ein sehr, sehr starker Kaufbereich in diesem kleinen Bild momentan. Ne? Hier haben wir den Abwärtstrend rausgenommen und jetzt kommen wir hier immer wieder drauf und finden hier immer wieder Käufer und das gibt uns die Chance oben rauf zu laufen, aber es ist halt ein sehr sehr starkes Spannungsumfeld. Brechen wir tatsächlich hier unten drunter, dann könnte es relativ flott gehen, wie schon gesagt, dass wir wieder hier unten in die alten Tiefs reinlaufen, um das Ganze mal zu testen hier der Bereich um die knapp 6,80, die wir hier unten drinnen in diesem Chart vom WTI mitliegen haben. So das zum WTI Fragen habe ich jetzt keine. Das heißt, wir haben den DAX analysiert, wir haben die äh, Handelsideen miteinander besprochen. Jetzt nochmal der kurze Blick in das WTI. Heißt also an dieser Stelle gehen wir auf die zwei Fragen ein, die ich habe. Und die zwei Fragen habe ich explizit geschickt bekommen zum Thema ähm, meines gestrigen oder meiner gestrigen ähm, Besprechung vom britischen Pfund US-Dollar, das heißt vom Cable und vom britischen Pfund, japanischen Yen. Und da habe ich die Widerstände entsprechend als Anfrage bekommen, ähm, wie ich diese Widerstände identifiziere an dieser Stelle. Und das möchte ich jetzt an diesem Punkt gerne mal machen. Hier im, halt, das ist der falsche Chart. Muss ich mal kurz schauen. Britisches Pfund, US-Dollar wollen wir ja haben. So, wo ist er? Hier ist er. Da, hier. So. Um, und da war die Frage gestellt: Wie komme ich auf den markanten Widerstand bei 1,2414? So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Hier, das ist die Frage. Also dieser Bereich ist der erste gew gewesen, wie ich diesen Widerstand entsprechend identifiziert habe. Und da zoome ich das Bild mal etwas näher ran hier. Wir gehen mal kurz, sehen wir das im vier-Stunden-Chart? Schön, nee, das sehen wir im Stundenchart wirklich besser. Um, hier, das gucken wir uns mal ganz kurz an. Also wie in identifiziert man, nicht infiziert, identifiziert man solche Bereiche? Wenn wir uns diesen Chart mal anschauen an dieser Stelle dann sehen wir hier ganz klar natürlich, das aktuelle Bild ist weiterhin aufwärts gerichtet. Wir haben das gestern auch besprochen, der Markt hat durchaus die Chance, jetzt weiter nach oben zu laufen. Dazu muss er aber hier oben drüber. Geht dann nämlich nicht oben drüber, dann haben wir hier, schaut es euch an, weiterhin den Abwärtsdruck. Wartet, ich mache es mal kurz so. Also hier Bewegung Korrektur Bewegung Korrektur Bewegung Korrektur Der Abwärtstrend ist da So und jetzt ist halt der Punkt Wo findet man denn solche Marken Was sind solche Drehpunkte oder Verkaufsbereiche Folgendermaßen Hier an dieser Stelle Als der Markt oben drüber gelaufen ist Das ist der Bereich Da wurde aus dem Widerstand eine Unterstützung Das heißt Das war der aktuelle Kaufbereich Hier in dem Moment Ja weil der Markt drüber gelaufen ist Hier dieser Drehpunkt hatte lange Zeit Relevanz. Der war hier auch schon mal ein Kaufpunkt und dann wurde er aber wieder abverkauft. Hier ging es dann deutlich drüber. So, heißt also, hier wurde aus dem alten Verkaufbereich ein Kaufbereich Anders ausgedrückt aus einem Widerstand wurde entsprechend eine Unterstützung. Sind wir schön drüber gelaufen. So, die Unterstützung hat eine Weile stand gehalten. Wir sehen es hier eins, zwei, drei Mal wurde es angetestet. Beim vierten Mal ging es von oben nach unten. Das heißt, da wurde aus diesem Kaufbereich, da wurde nichts mehr gekauft an dieser Stelle hier, sondern da wurde dieser Verkauf abbereicht. Das heißt, das ist dann ein neuer Verkaufbereich gewesen an dieser Stelle. Und so schaut das Ganze dann aus, wenn aus einer Unterstützung ein Widerstand wird. Das sind dann diese. Drehlevel und da muss man einfach mal überlegen, als Händler, was passiert denn dort? Wird dort gekauft oder verkauft? Und wenn das die Bereiche sind, wo verkauft wird, sind das halt Verkaufsbereiche. Und wenn das Bereiche sind, wo gekauft wird, also beispielsweise wie hier unten, dann sind das klassische Kaufbereiche. Und mit dem Blick in britisches Pfund US-Dollar ist hier an dieser Stelle auch ein sehr, sehr interessanter Marker. Schaut mal an, was hier passiert ist. Hier dieser Bereich hier unten, das ist aktuell eine Unterstützung, ein Drehbereich hier. Wenn wir hier unten drunter fallen, dann haben wir nämlich das Umkehrsignal in die Schuttrichtung wieder. Da ist im kleinen Bild, das zoome ich mal kurz ran, da ist im kleinen Bild hier, das ist der Aufwärtstrend, der schön nach oben läuft. Der hat hier unten sein Zwischentief gehabt. Wenn das gebrochen wird, haben wir was? Keinen Aufwärtstrend mehr. Das ist im kleinen Bereich das erste Zeichen dafür, dass die Korrektur hier zu Ende geht und dann haben wir die Chancen, wieder unten reinzulaufen und die Unterseite zu beleuchten. Das ist das, was ich in der Handelsidee auch beschrieben habe. Und wenn wir hier frühzeitig die Umkehr sehen, sehen wir hier unten die Trendfortsetzung um die 12245 äh, genau. Und dann haben wir den Weg nach unten hin offen zum Korrektur-Tief hier. Das ist also von diesem Aufwärtstrend. Wenn das unterbrochen wird oder rausgenommen wird, dann der nächste Test und dann ist der Weg nach unten frei hier. Also aus dem Verkaufbereich oben rauf. So, und dann war die zweite Frage, das Währungspaar, was wir gestern auch besprochen haben. Das Währungspaar hier, britisches Pfund, Yen. Da ist die Shortseite auch weiterhin interessant, weiterhin aktiv. Es wurde aber noch keine Entscheidung getroffen in diesem Bereich. Und die zweite Frage, die ich hier äh, sozusagen äh, genannt bekommen habe. Moment, ich muss noch mal ganz kurz zurück. Bitte entschuldigt, die, äh, das Hin- und Herspringen. Ich war noch nicht ganz fertig mit der, mit der, mit der Frage äh, zum Währungspaar britischer Pfund US-Dollar. Da hängt noch was Zweites hinten dran. Ähm, wie die Situation aus meiner Sicht im Korridor zwischen 1,22 und 1,24 ist. Das heißt, das wäre das hier unten. Moment, im Korridor 1,22. Das wäre ja hier unten, hier. Da haben wir ja das Unterstützungsband an dieser Stelle. Und obendrauf 1,24. Das ist ja dort. Ja, gut, das sind ja dieselben Marken. Ähm, von der Seite her äh, ist das jetzt nicht ganz so relevant. Also die wichtigen Verkaufbereiche und Kaufbereiche sind wirklich die, die ich hier markiert habe. Die Grünen hier unten, wirklich schon gesagt, das ist der markttechnische oder der trendtechnische Kaufbereich. Hier oben der Verkaufbereich. Das sind wirklich sehr, sehr relevante Marken für das Ganze. Ansonsten ähm, die 1,22 und 1,24, die 1,24 ist ja hier oben drüber, das sind dann die, die, hier unten drunter die runden Marken so genannt, aber wir sehen es hier in diesem Bereich, da, da, da sind die Zähler nicht auf 24 und 22 gewesen, sondern ich richte mich da wirklich ähm, an dem, wo der Markt gedreht hat und das ist, sind in dem Falle nicht die runden Marken. Von der Seite her gehen wir jetzt rüber in das Währungspaar, britisches Pfund, japanischen Yen und da habe ich die Frage gestellt bekommen, wie kommen Sie auf die markante Unterstützung bei 13240 und wie entstehen aus ihrer Sicht die Drehbereiche um 13365 und 13496. So, jetzt muss ich das ganz kurz rausholen. Also, hier haben wir die 13496 und die 13365. Diese beiden Marker beleuchten wir jetzt mal und die Unterstützung um die 1324. So, das ganze ist relativ einfach erklärt. Das sind sozusagen für mich die wichtigen charttechnischen Bereiche. Nummer 1 Unterstützung, das ist wieder mal ein Kaufbereich. So. Und der Kaufbereich heißt halt, da muss ich mir die Frage stellen: Wo sind denn die Käufer im Markt aktiv gewesen? Ne? Und was sehen wir, wenn Käufer am Markt aktiv werden und wir einen Angebots-, äh, eine Nachfrageüberhang haben? Wir sehen steigende Kurse. So, und da muss ich einfach nur mal hinschauen. Hier, dieser Bereich, der ist doch markant. Hier wurde gekauft. Hier wurde gekauft. Hier wurde gekauft. Hier sind wir drunter gelaufen. Sofort wurde wieder gekauft. Das ist ein markanter Bereich. Markanter Kaufbereich, deswegen sind das auch Unterstützungen und so kann man das Ganze identifizieren. Jetzt beleuchtet man mal noch die Oberseite der Verkaufbereiche. Das sind halt Marken, wo wir uns die Frage stellen müssen: Wo wird denn verkauft? Wo kommen, wie kommen Drehbereiche zustande? Hier geht es ja um die Drehbereiche. Was ist ein Drehbereich? Hier in diesem Sinne, wo hat der Markt wieder rumgedreht, also die Richtung gewechselt? Hier sind wir im kleinsten verortet, in einem Abwärtstrend, der da ist. Das Schutzsignal ist auch noch relevant und wir sehen hier, schaut mal, hier war ein Drehbereich hier oben. Hier sind wir in die Korrektur reingelaufen und der Markt hat rumgedreht. Ne? Hier, das kann man sogar noch etwas weiter ausfassen, hier in dieser, in dieser Marke, das ist ein Bereich, da kamen hier plötzlich keine Käufer mehr rein. Dann sind wir oben ran gelaufen und da wurde, hat der Markt rumgedreht. Wir sind wieder ran gelaufen der Markt hat wieder rumgedreht. Das ist ein klassischer Drehbereich. Hier hat sich sozusagen ein Korrektur- Korrektur hoch im Abwärtstrend ausgebildet. Das zweite ist auch ein Drehbereich und zwar hier. Das war das alte Trendfortsetzungslevel, also das Zwischentief. Das sind wir ran gelaufen, hochgelaufen, ran gelaufen, kurz hoch. Und dann unten drunter durchgebrochen. Hier hat der Markt dann sozusagen die Trendfortsetzung gemacht und im Sinne dieses Ganzen halt auch gedreht. Hier vorne war das Gleiche schon mal das Spiel in diesem Bereich und so lässt sich entsprechend das Ganze auf der Oberseite auch handeln. Das heißt, das sind die Bereiche, wo wir drehen aus einer Aufwärtsrichtung in eine Abwärtsrichtung in diesem Bereich markant. Ganz einfach zu sehen, dass die beiden Fragen für britisches Pfund, japanischer Yen. So, jetzt checke ich noch mal ganz kurz die Lage in den Chats. Das passt wieder. Viele guten Morgengrüße. Das passt, ich freue mich. Dann heißt an dieser Stelle. Ja, jetzt ist es 20 nach 9. Der Markt hat schon offen. Wir gucken noch mal kurz, was der DAX zur Markteröffnung gemacht hat hier an diesem Punkt und dann würde ich sagen, starten wir hier den Handel für den heutigen Tag, ja? Der DAX, na ja, er will ein bisschen nach oben laufen. Wir schauen mal, was wird, ob er wirklich hier diese Marke von 10.360 wuppen kann. Und wenn es darüber geht, dann haben wir Chancen zur Oberseite. Ansonsten sieht es eher so aus, als wenn wir unten in die Marke um die 10.300 Punkte reinlaufen im kleinen Bereich. Schauen wir mal, was der Markt daraus macht. Chancen gibt es hier auch am heutigen Freitag. Von der Seite her. Danke fürs Zuschauen. Morgen bitte nicht vergessen, ich poste das nachher auch gleich nochmal auf meiner Facebook-Seite, habe ich zwei Vorträge auf der World of Trading on Tour at Home Edition für 2020. Bitte einfach, wer mag, anmelden, reinschauen, kostet keinen Cent, ist aber wichtiges Wissen für den Börsenhandel. Also, wir sehen uns morgen. Um 13 Uhr und um 14 Uhr zu den zwei Vorträgen. Das Webinar danach, das kommt ja auch am 30. April. An dieser Stelle auch da noch kleine Werbung. Mache ich nachher auch nochmal auf Facebook die entsprechenden Anmeldelinks mit reinzulegen. Allen einen schönen Freitag. Wir sehen uns morgen. Genießen Sie das Wochenende. Den nächsten Blog-Eintrag gibt es. Vielleicht sogar schon morgen. Ansonsten das Research am Sonntag und dann kommt die Marktbesprechung am Montagmorgen pünktlich um 8.30 Uhr. Ich freue mich drauf. Allen eine gute Zeit. Empfehlen Sie uns weiter und bis nächste Woche, beziehungsweise für die Vorträge dann morgen am Bildschirm. Tschüss und vielen, vielen Dank.